Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Final Fantasy Tactics Advance. Beim letzten Mal haben wir unser erstes Gefecht bestritten und unser guter Freund Montblanc hat uns ein bisschen in diese Welt eingeführt. Wir wollen uns allerdings jetzt erstmal umgucken, was man hier so machen kann. Wir wollen erstmal den Laden gucken. Hallo, seid gegrüßt, womit kann ich euch heute dienen? Was hast denn du so da? Nichts Interessantes. Silberschwerter. Ich nehme mal eins mit. Oh Gott, ist das teuer alles. Bronzeschild haben wir. Armschienen. Ich nehme davon mal zwei mit. Oh Gott, sind die teuer! Nehmen wir nur mal eine mit. So, ein paar Heiltränke. Nehmen wir mal 10 mit. Was haben wir denn noch da? Fegeklinge. Ja, ich nehme dann bald mal bei meinem Silberschwert. So. Zu dem Klassensystem werde ich später noch kommen, wenn es soweit ist. Beschützen. Achso, hier sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt R drücke, kann wir sehen, für welche Klassen das sind. Man sieht, kann hier sehen, dass das Silberschwert für Soldaten und Krieger ist. Das sind einhändige Schwerter, das heißt, wir können dazu einen Schild tragen. Das sind zweihändige Waffen. Diese können nur, also davon kann nur eins ausgerüstet sein, weil wir zwei Hände brauchen. Hier haben wir Diebe und Jongleure. Hier haben wir Rapiere für Fechtmeister und Rotmagier. Genau wie für Elementarmeister. Sind Elementarmeister oder Elementarmagier? Ah, ich weiß gerade nicht. Stäbe. So. Davon nehmen wir auch mal einen mit. Ich sehe noch irgendwas Interessantes. Und wir nehmen einmal, können wir uns den noch leisten? Verdammt. Oh Gott. Ist ja teuer. Dann nehmen wir einfach mal den Kohlebogen mit. Okay, das war's. So. Wir rüsten uns einmal komplett aus. Gruppe. March. Objekte ausrüsten. Wenn wir jetzt hier, mal gucken. Das Kurzschwert. Also, durch das Kurzschwert, also man kann durch Waffen, kann man Sachen lernen. Erste Hilfe zum Beispiel lernen wir dadurch. Wir können einmal unter Fertigkeiten gucken, wie weit wir gelernt, also wie weit wir schon etwas gelernt haben. So, wir gehen einmal auf die, wie ist das nochmal? Genau, erstmal, wenn wir auf R gehen, können wir lernen, wir sind hier noch am Lernen, das heißt, wir müssen Erste Hilfe und Schildträger erstmal lernen. Er lernt auch noch Feuer, Blitz und Feuer, Blitz und Eis. Also, wir haben alle noch zu lernen. Das heißt, ich kann die neuen Sachen erstmal nicht ausrüsten. Aber wir gucken erstmal uns in der Taverne um. Obwohl, ich habe da noch eine andere Idee, was wir machen können. Und zwar, Objekte ausrüsten. Wir können nämlich den guten Herrn hier einmal. Erstmal kann ich ein zweites Schwert. Oh, verdammt. Stimmt, man kann später noch mehrere Sachen anlegen, also zum Beispiel zwei Schwerter. Allerdings brauchen wir dafür einen bestimmten Skill, den wir aber noch nicht lernen können. So, wir kriegen erstmal die Armschiene, damit wir noch ein bisschen mehr Angriff kriegen. Wir haben noch was gekauft. Genau, ein paar Items. So, wir können auch noch unseren Job wechseln auf Dieb, Weißmagier, Schwarzmagier, Schütze und Soldat. Allerdings will ich einen bestimmten Skill erstmal durch den Soldaten lernen. Das heißt, wir sind noch lange nicht so weit, unsere Klasse zu wechseln. So, hier haben wir einmal Gerüchte. Hast du die neuesten Gerüchte gehört? Ja, die werde ich in einer Sonderfolge vorlesen. Missionen. Welche Mission soll es sein? Ja, hier können wir zum Beispiel Missionen annehmen und kündigen. Und wenn ich eine Mission ausgewählt habe, können wir die auch wieder abbrechen. So, wir haben allerdings nur eine einzige Mission zur Verfügung und das ist Kräuter sammeln. Dafür kriegen wir 300 Clanfonds. Also, ich sag jetzt einfach mal zu viel. Suchen Leute, die das fieberreduzierende Kraut Muskmaloi auf der Gesa-Ebene suchen. Keine Erfahrung erforderlich. Ivalis, Apothekergilde. So,
So, wir müssen das Gefecht gewinnen. Und ich merke gerade, ich sitze mit meinem Stuhl auf meinem Kabel. So, ja, wir müssen dafür das Gefecht gewinnen und wir kriegen dadurch 600 G. Wir brauchen keine Objekte dafür, also können wir es einfach annehmen. Das sind die Objekte, die du für bestimmte Missionen brauchst. Du bekommst welche, wenn du Missionen erfüllst. Du brauchst noch keine, also drück einfach OK. Oh. Sieh dir die Mission genau an, bevor du sie auswählst. Ja, hier kriegen wir es nochmal angezeigt. Bedingungen annehmen, ja. Das macht 300 Geld für die Info, danke. So, wir müssen für Missionen müssen wir Geld ausgeben. Haben wir noch Glück, dass wir es noch zusammengekratzt haben. Danke. Kopo, hast du eine gute Mission gefunden, Kopo? Ja, es gab eine, die leicht genug klang. Dann kannst du anfangen, Kopo. Sofort. Dann lass uns loslegen. Ich will, dass deine erste Mission ein Erfolg wird, Kopo. So, wir müssen runter auf die Giza-Ebene. Und für jedes Feld, das wir gehen, verbrauchen wir einen Tag. Aber... naja, da komm ich noch später. Kräuter sammeln. Kampf! Und da sehen wir schon unsere Gegner. Mission, Kräuter sammeln. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir müssen erst mit diesen Monstern fertig werden. Dann können wir die Kräuter sammeln. Ich habe ja gesagt, dass unser Clan hart arbeitet, Kupo. Wähle die Einheiten für das Gefecht. Drücke Select, um die geltenden Gesetze zu sehen. Wir können einmal Select drücken. Beschützen ist verboten, dafür ist Gift empfohlen. Wir können natürlich erstmal alle unsere Clan-Mitglieder mitnehmen. So, dann kommst du auch noch mit. Natürlich wollen wir ein bestimmtes Team später am Ende zusammensetzen. So, unser Clan besteht aus insgesamt 6 Leuten. Erlaubt sind 6 von 6, also passt das. Und wir können also anfangen. Gefecht beginnen. Ja! Also ich habe schon mein Endteam. Das heißt, ich weiß genau, wie ich jemanden trainieren muss. Und ich will schon ein gutes Endteam haben. Der Gegner fängt an. Weil die Person schneller ist, also das Monster. So, Milay ist schneller. Oh, wir wollen jetzt noch mal gucken, wie weit du dich bewegen kannst. Mit wenn ich B gedrückt halte, kann ich sehen, wie weit die laufen kann. Das heißt, ja... so, Montblanc, du kommst mal... ach, genau. Ich kann nur mit einer Person erstmal sich nicht bewegen. Das heißt, du bewegst dich jetzt erstmal hier hin. Aktionen, Mönchtechniken, kein Wirbelwind. Ach, das ist später. Du wartest und drehst dich nach da. So, dann ist unsere Schützin dran. Du bewegst dich hinter ihm, damit er dich verteidigt. Und wartest in diese Richtung. Unser Weißmagier ist dran. Der bewegt sich auch mal hier hinter. Damit wir aus der Reichweite von der einen Person sind. Also von dieser Fee. Du bewegst dich mal hierhin, um den da oben abzufangen. Hast du irgendwas? Nein. Okay, du wartest. So. Jetzt ist der Gegner dran. So, du kannst dich bis dahin bewegen. So, jetzt sind wir dran. So, wir können direkt den ersten Schlag machen. Das ist die erste Mission, also sollten wir nicht so viel Schaden kriegen. Das heißt, wir greifen. In die Hand. Wir haben... ah, wie viel machen wir? Mit einer 75%igen Chance 27 Schaden. Das klingt doch gut. Ausführen! Ah. So, und dann geht er schon in die Knie. Und wir drehen uns in diese Richtung. Er sieht schon etwas stärker aus, also... müssen wir uns vor ihm acht nehmen. So, jetzt kommt er von hinten. Also von weiter hinten. Von hinten. Ja, wir sind bei 9 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir noch. So, Mont Blanc ist dran. Du kannst dich mal... ah, da kommt die Fee dran. Das heißt, du gehst erstmal ein bisschen weiter zurück. Also, wir können jetzt mal was sehen. Wir können Schwarzmagie benutzen. Gehen wir mal von Feuer aus. Wenn ich jetzt hier angreifen würde... also, wenn ich jetzt... nehmen wir mal dieses Feld. Wenn ich jetzt dieses Feld angreifen würde... und an Magie ist das Besondere. Sie trifft immer die angrenzenden Felder. Das heißt, wenn ich hier angreifen würde, treffe ich da. 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 Also im Kreuz immer. Das heißt, alles, also alle 5 Felder werden betroffen. 5, ja.
schon relativ gut ist. Allerdings machen Flächenzauber weniger Schaden als präzise Zauber. Und du wartest da. Gegner haben manchmal sehr unaussprechliche Namen. So, er greift uns von vorne an. Das heißt, er wird nicht so viel. Er wird 46%ige Chance, neuen Schaden zu machen. Und er presst mich. Gut. So, nun ist die Fee dran. Sie sollte nur höchstens in unserem Bunker kommen. Nein, kommt sie nicht. So, nun ist unser Mönch dran. Oh, Mönch. So, du bewegst dich. Und zwar hierhin. Oder? Ja, du bewegst dich hierhin. So, und räumst den hier ab. Ja, das passt. Ausführen! Und damit ist er besiegt. Sechs Erfahrungspunkte. Anfangs teile ich die Erfahrungspunkte noch erstmal schön auf. Und die Richterpunkte. Du drehst dich bitte in diese Richtung. Da nun hier ein besiegter Gegner liegt, ist dieses Feld immer noch belegt. So, unsere Schützin ist dran. Du stellst dich mal hier hin. Müsstest du noch treffen können. So, Aktion, kämpfen. Das heißt, wir können Fernangriffe benutzen, weil sie einen Bogen besitzt. Wenn sie zum Beispiel angreift, oder sie. Als Fähigkeit hat sie Verstärker. Kann man irgendwo nochmal sehen, was das macht. Status. Wie ging denn das nochmal? Alter, genau, Verstärker. Da, Verstärker. Wir müssen einfach in dieses Fenster und dann Select drücken. Konzentriert Energie, um Schaden der nächsten Waffenattacke zu steigern. So, wir wollen aber... Doch, wir wollen... zielen. Verstärker. Auf ich selbst. So, 100% Chance, uns zu buffen. Verstärker! So, wir fangen an zu zielen. 10 Erfahrungspunkte kriegt sie dazu. Und du drehst dich dafür bitte in diese Richtung. Unser Weißmagier ist dran. Wir haben nicht wirklich was mit ihm gemacht, also wir haben auch keinen Schaden bekommen. Er kann Weißmagie benutzen, also Vita. Er kann uns damit heilen, allerdings haben wir keinen Schaden bekommen. Aber trotzdem gibt das Erfahrungspunkte. So, wir sehen schon hier, wenn ich jetzt hier treffe, treffe ich alle anliegenden Felder und kann nicht nur unseren Soldaten heilen, sondern auch Marge gleichzeitig mit. So, er hat eine 100% Chance, 22 KP zu heilen und das benutzen wir direkt auch. Vita! Und das war's. Er kriegt noch ein paar Erfahrungspunkte dazu. 12 Erfahrungspunkte. Und du wartest so. Jetzt ist Mendoza dran. Du stellst dich mal bitte hier hin. Und greifst den da an. Du hast 75%ige Chance für 20 Schaden. Ausführen! Hündera! So, 6 Erfahrungspunkte. Und du drehst dich bitte in diese Richtung. Richter ist einmal dran. Ah, wir sind bei 13 Minuten. Schaffen wir. Oh, der Richter kann nichts, er läuft einfach nur rum. Jetzt gehst du darüber und versuchst unseren Mönch anzugreifen. Allerdings hast du nur eine 39. Oh Gott, mach dich Schaden. Ausgewichen, haha. Ja. Du bist dran. Jorquat. Ich frag mich, wie sie auf diese Namen gekommen sind. So, jetzt ist die Fehde. Oh Gott, sie greift unsere Schützin an, die gerade zielt. 8 Schaden mit 75%. Na, tut zwar ein bisschen weh, aber wir haben einen Weißmagier. Also, sie kriegt dafür 10 Erfahrungspunkte. Mont Blanc, Mont Blanc. Wenn ich jetzt richtig was mache. So, jetzt muss ich gucken, wie das geht. So, du hast sicher eine Schwäche. Wie kann ich mir die angucken? Status. Das ist sicher eine Schwäche. Du kannst Hammer. Status. Das ist eine Rotkappe. Mächtige Goblins gerissen und gefährlicher. Ja, er ist schon mal. Man sieht, dass er ein Boss ist. So. So, ich will Hammer. Rotkappenbefehl für einen gewaltigen Schlag. Ja, er hat eine Fähigkeit. Die er benutzen kann. Allerdings wollen wir ihn davon abhalten. Mit Mont Blanc, wenn er gut trifft. Aber ich brauche Mont Blanc, ich müsste mal wieder auswählen. So. Er bewegt sich mal bitte. Du bewegst dich dahin. Du musst jetzt noch zielen, treffen können. Schwarzmagie, wir benutzen Blitz.
So, wir greifen hier an. Das heißt, er trifft die beiden mit einer 75%igen Chance. Ausführen! Und Blitz! 22, 24. So, damit bist du besiegt. 6 Erfahrungspunkte bekommen und er kriegt einen Richterpunkt. So, beschützen haben wir schließlich nicht. So, wir drehen uns noch da. Oh, jetzt sind wir wieder dran. So, wir können dann jetzt hier rüber. Und gib ihm voll einer auf die Nase. 73% Chance. Ach, und dann bist du. Oh, oh Gott, du lebst noch. Warum lebst du noch? So, du bewegst dich jetzt nur hinter ihn. Um eine höhere Chance hast, damit du eine höhere Chance hast zu treffen. Er hat noch 1 KP, also 1 LP. Und du wirst ihn finishen! Und dann bist du auch besiegt. Und kriegst wieder einen Richterpunkt. Hast du nicht schon einen gehabt? Die Mönche sind auch super stark in diesem Spiel. So, du wirst dich jetzt hinter sie bewegen, ein bisschen weiter weg. Aktionen, wir haben verstärkten Schaden, das heißt, du wirst ihn hier angreifen. Bögen sind nicht wirklich stark. Wir haben verstärkten Angriff. Naja, vielleicht mal den Kritiker. 24. Na, ist gut. 10 Erfahrungspunkte. Drehst dich noch da. Unser Weißmagier ist nun dran. Na, wir haben noch irgendwo Schaden bekommen, oder? Ach ja, genau, unsere Heilerin. Unsere Schützin. So, du bewegst dich mal bitte hier hin. Ich hoffe, du triffst sie dann von da aus. Aktion. Nämlich kämpfen. Du machst. Magier machen allgemein im Nahkampf keinen Schaden. Du kannst nicht treffen, aber du kannst. Da heilen, um einfach ein paar Erfahrungspunkte zu kriegen. Vita! Ich mache die Mission noch zu Ende. Also bis der letzte Gegner besiegt ist. So, die beiden sind geheilt. 14 Erfahrungspunkte und Fahrtest. Bist du dran? Du kannst sie viel besiegen, das ist gut. Aktionen. Knüppel sie weg. Ja, du hast guten Schaden. 25 Schaden. Und das war's mit der Fee. 8 Erfahrungspunkte. Einen Richterpunkt. Und du lauerst schon deinem Ziel. Du lauerst schon auf dein Ziel. So. Du greifst dir mit unserem Banga an. Ja, weil er sich gerade an der ganzen Seitwärtszene steht. Links habe ich damit gerechnet. 70% 14 Schaden. Na? Macht mir gar nichts, ich bin ein Mond! So, machen wir los, dann. Das heißt, du bewegst dich einmal bitte darüber. Schwarzmagie. Sagen wir mal Eis. Obwohl. Ich trau seiner Farbe nicht. Wie die Resistenzen sind bei den Gegnern, weiß ich gar nicht mehr. Ja, treffen wir. Und. Natürlich wird es auch verstärkere Zauber geben wie Blitzgar, ganze Palette. So, und March für den letzten Schlag führen, um diese Folge zu beenden. Und immer auf die Nase drauf. Okay, immer auf den Kopf. 6 Erfahrungspunkte, einen Richterpunkt und dann wäre die Mission erledigt. Puh, das waren alle, glaube ich. Ja. Das war's auch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.